Klingt so, jetzt kommt er gleich. Oh. Der ist ein bisschen. Der ist jugendlich, würde ich sagen. Überladen Sie den Beta-Kern? Was haben wir denn da? Ich weiß nicht genau. Hier mal Hallo sagen. Nein! Ich möchte das nicht. Also Zungenkuss ja gerne, aber nicht mit den komischen Krabbelviechern da. Und ich habe es auch noch gecallt. Sicher Alien-Wichse, ja, ich glaube auch. Und jetzt habe ich sie im Gesicht. Da hat man es direkt wieder. Verschwinde doch, du Bratfisch. Hä? Komm, haut ab! Tschüss! Bin mir nicht sicher, ob ich hier speichern sollte. Was? Ich möchte das alles nicht. Nicht alle, nicht das Alien flambieren, das hat Gefühle. Ich aber auch. Jetzt kommt da wieder so ein Krabbelvieh raus. Da wirst du doch nicht mehr glücklich, ey. Jetzt verschwinde doch mal. Du und deine ganze Familie ist scheiße. Kein Strom. Leiten Sie Strom zum... Oh, nee. Oder? Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Der tut nichts, der will nur Babys machen. Ach so, okay. Wie frech der Benny ist. Und dann malt der Kackstift doch. Was? No! Geh weg! Oh Mann, ich möchte das alles nicht mehr. Ich möchte doch einfach nur nach Hause gehen. Lass ihn einmal dippen, komm schon. Nein. Das tut bestimmt weh, der hat einen ganz schön großen, langen. Auch nur ganz kurz. Nein. Er ist mir zu groß. Und zu stachelig. Wie komme ich denn jetzt hier zu der zentralen Stromversorgung? Hier so?
Übernimmst du die zentrale Stromversorgung? Nee, irgendwie nicht. Wenn ihr um die Ecke schaut, das Alien ihn so sieht und dann zurückschnellt um die Ecke nach dem Motto, du hast mich nicht gesehen, nein, nein. Also die Dauer ist nur ganz kurz. Was? Schock 2. Ich immer schreie. Es tut mir leid. Oh mein Gott, warum rennst du so auf mich zu? Was ist dein verdammtes Problem? Hier ist wieder die Alien-Wichse. Wo muss ich denn jetzt hin zur Hölle? Wie liegt der Astrolöcher? ich muss geradeaus, aber hey? Muss ich doch was an dem PC da machen? Du siehst mich nicht, du siehst mich einfach nicht. Kein Strom. Sounds. Oh Gott, jetzt geht's los. Susel, Hallöchen. Du drolliger Furz. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Geh mal zurück. Aua. Wir haben schon Hallo gesagt. Ja, ich weiß. Aber du hast jetzt nochmal hier den Hund reingepostet und die ganze Zeit nichts. Darum dachte ich, sag nochmal Hallo. Ich dachte, du warst vielleicht AFK. Oder so. Man weiß ja nicht so genau, wa? Sehr gut. Subkutane Impfpistolen kann man immer gebrauchen. Ich bin jetzt echt so ein bisschen überfragt, ne? Ich soll irgendwie den Strom zum zentralen Kern umleiten? Leiten Sie den Strom zum zentralen Kern um, aber irgendwie geht's ja hier nirgends weiter. Ach süß, danke. Ja, war doch nur der beste Soundtrack für die aktuelle Situation. Na, ich bin mir da nicht so ganz sicher. What? Hier waren aber zum Looten. Zum Verstecken halten. Bin echt ein bisschen verwirrt. Das stimmt allerdings, ja. Hat gut zum Spruch gepasst. Ob du behindert bist? Nein, bin ich nicht. Lasse mich. So, unterm Tisch können wir uns verstecken. Das wird uns allerdings nicht so viel helfen, wenn das Alien uns penetrieren möchte.
Dann kann das den Schwanz auch um die Ecke stecken. Da ist das Loch, was ich gesucht habe. Ich liebe dich, du bist mein Sonnenlicht. Gute alte Fahrstuhlmusik. Ich liebe dich, du bist mein Sonnenlicht. So, jetzt aber. Jetzt leiten wir schön den Strom um. Dann können wir den Beta-Kern überladen und dann wird hier alles schön in die Luft fliegen. Dann müssen wir nur irgendwie noch einen Weg rausfinden vorher. Das wäre mir doch sehr lieb. It was at this moment that he knew. He fucked up. Na, noch habe ich nicht abgefuckt. Puh. Gerät gebastelt. Krass, so viele subkutane Impfpistolen. Könnt ihr auch mal einen Geräuschemacher eigentlich benutzen, aber... Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Achso, erstmal ein PC. Als ich das erste Mal Alien geschaut habe, hatte ich eine Phobie von den Aliens bekommen. Ich schätze, ich hätte es erst mit höherem Alter sehen sollen. Verschwinde, 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 verschwinde! Ja, ne? Scheiße. Ich muss hier raus. Die Musik hat echt dazu gepasst. Nein, wo bin ich hingelaufen? Ah, ich muss hier rechts rein. Wo ist das Loch hier? Oh nee. Wie sich ja gemütlich durch den Gang schlawenzelt. Jetzt würde nichts Schlimmes passieren. Du bleibst schön weg, Fräulein. Oder Typ, oder was auch immer du bist. Ich muss hier raus. Besser Vorschlag des Tages. Vorsicht geboten. Errungenschaft freigeschaltet. Ricardo, ich kann das Nest zerstören. Ripley, Sie haben sich heute schon in genug Gefahr begeben. Ich kann alle Kerne einschalten, überlasten und dann eine Reaktorsäuberung einleiten. Alles hier unten wird dadurch zerstört werden.
Ich versuche nicht, sie davon abzuhalten, Griff. Ich fände es nur gut, wenn sie nicht draufgehen würden. So sieht der Plan aus. Es gibt zwei Notfallschaltkreise, die überschüssige Energie in die lokalen Kondensatorenblocks in den Türmen speisen. Wenn ich sie abkopple und das System entlade, wird das Nest dadurch zerstört. Ich habe keine Ahnung, was Sie gerade gesagt haben. Halten Sie sich einfach gut fest. Arbeiterin ist die richtige Bezeichnung. Meinst du? Oh, der schon wieder. Oh nee. Jetzt plötzlich alle her. Och Manno. Hier wackelt hier alles so. Geht doch. Ich hab den noch getroffen. Das war genau ins Gesicht. Oh Mann. Oh, endlich. Lasse mich! Ich hab gar nicht gefailt. Die Exit. Muss ich denn jetzt noch einen überladen? Ach ja. Ja, klar, auch noch hacken, während das hier alles so wackelt. Jetzt hätte ich sonst nichts zu tun. Hackerman. Der aus Panik nicht trifft. Was? Ich hab voll getroffen. Hä, hier konnte ich das doch da machen. Warum kann ich das da drüben nicht machen? Ah. Oh mein Gott, ja. Darauf habe ich jetzt richtig Bock. Sag mal. Das verstehe ich noch nicht so ganz hier. Thank you.
so eine Scheiße! Abgesehen, passen die Tasten, wenn der Schaltkreis aktiv ist. Jetzt heißt plötzlich ein anderes. Das habe ich auch noch nicht verstanden hier, glaube ich. Richten Sie Ventile mit links und rechts aus. Alter! Level! LVL-426 Gifted A-Tier 1 Sub to der Henrik. Gifted A-Tier 1 Sub to der Henrik. Level. Vielen Dank für den Sub für den Henrik. Das ist voll krass, crazy von dir. Voll lieb. Ich hoffe, der Henrik freut sich. Und Dankeschön, du Übertreiber. Wahrscheinlich schauen dir so vier Aliens über die Schulter, während du sehr angestrengt an der Tastatur hantierst. Ich weiß doch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dankeschön. Jetzt endlich. Und jetzt raus hier. Aus der Bude. Schutzrelais Beta deaktivieren. Ich muss das, glaube ich, tatsächlich. Gut, dass es auf mich wartet. Voll nett vom Spiel. Warum? Hätte ich die Tür nicht vorher aufhacken können? Wenden Sie Strom zum Zentral. Das ist doch nicht euer Ernst. Was macht ihr denn jetzt hier? Na klar. Viele Pumpgun-Schüsse kann man aushalten. Es ist gar nicht laut oder so, oder? Der Trag ist. Oh, lass mich in Ruhe, du Schwein. Du mieses, dreckiges. Die ganze Synthetenarmee ist dann gerückt, ja, aber echt. Voll krass. Meine Fresse. Leute. Muss mal kurz looten. Wo überlade ich denn jetzt den Kern? Ach, da hinten. Na klar. Ganz weit weg von der Tür. Renn einfach weg. Nein, ich müsste die alle töten. Die Schweine. Schrei doch nicht so, ich höre den Zaun fast gar nicht. Oh mein Gott. Schnell raus! Nicht nach hinten schauen. Nach vorne. Emergency, Emergency! Ich habe ein Emergency, lass mich durch! Jetzt geht die Tür nicht auf, na klar. Ich kletter hier ganz entspannt durch die Rohre.
Aha. Oh. Reinigungssequenz nach oben und nach unten. Was? Purge. Ziegsenexperte. Ricardo, ich werde jetzt das Nest beseitigen. Halten Sie sich gut fest. Noch ein Alien? Ah! Oh Gott. Na super, es hat sich vermehrt. Nein! Da sind immer noch welche auf der Station. Mist, es tut mir leid, Ricardo. Kommen Sie einfach zum Marshallbüro zurück, Rip. Bitte. Kein Knallbumpeng. Warum nicht? Ich dachte, wir hätten das Problem jetzt endlich gelöst. Oh, dieses Spiel macht mich fertig. Halt, Rip. Hier geht etwas Merkwürdiges vor sich. Wirklich? Sie müssen zur Krankenstation. Sofort. Die Reaktorsäuberung. Sie setzt alle Systeme auf Sevastopol zurück. Beleuchtung, Transit, vielleicht sogar die Funkverbindungen. Das ist unsere Gelegenheit. Sie müssen gehen. Sofort. Wir haben wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich gehe runter zu Communications. Hä? Die Gelegenheit für ein Ende. Naja, aber hier rennen jetzt Aliens rum. Ich muss wieder vorsichtig sein. Du meinst, das ist die Gelegenheit, dass wir kommunizieren können mit der Außenwelt und uns nochmal rausholen hier? Aber wie sollen wir das überleben, wenn jetzt da 5, 6 Aliens rumrennen? Eins hat uns ja schon völlig den Arsch aufgerissen. Okay, also zum Maschinenraum, Transitstation, zur Krankenstation. Ich kann die alle rufen, aber Service Offline, Sir Skimet Tower, wo muss ich denn hin? Solomons Habitation Tower. Lorenz, ne. Gehen Sie zur Maschinenraum-Transitstation. Habitation Tower, Systex Spire, Service Offline, Skimet Tower. Wo sollen wir denn jetzt genau hin? Ich dachte, um zu sterben und dann aufzugeben, ein Alternativende. Lorenz Systex Spire, wir müssen zur Krankenstation.